glaube ich, ist die Laune auch definitiv wesentlich besser als mit kalten Füßen. Denn da hat man einfach nur das Bedürfnis, irgendwo möglichst schnell reinzukommen, um die Füße wieder aufzuwärmen. Außerdem hat man Angst vor Erkältungen. Das sind die Teile, die du gerade in der Hand hast, ne? Das sind sie. Und ich war ja total fasziniert. Also hier die kleinste Größe jetzt bei diesen hier. Da können wir mal oben drauf schauen. Da sieht man das sehr gut. Mhm. Das ist jetzt hier Größe 36 bis 38. Die schneiden sie einfach zurecht. Also wenn sie jetzt ein bisschen kleinere Füße haben, dann müssen sie so ein kleines Stück abschneiden. Mhm. Das heißt, ich müsste jetzt auch, glaube ich, für meine Schuhe noch mal da ein bisschen... Du hast 37, oder was? Ja, ich habe immer so eine 38, je nachdem. Man muss mal ein bisschen auf die Schuhform achten, ja, wie es reinpasst. Und ich habe ja eben meine Schuhe schon mal hier gehabt, meine Winterschuhe übrigens. Die habe ich immer an, wenn ich dann auch... zum Beispiel hier nicht gerade im Studio sitze, ja, habe ich ja mal diese schönen, formschönen Winterbotten an. Ne? Ja. Und da kriegt man ja schnell dann auch mal kühle Füße drin, gerade wenn man draußen dann auch in der Kälte mit denen rumläuft. Oder wenn man steht auch, ne? Kriegt ja man automatisch kalte und Füße, die Beine. Und dann schneidet man die einfach dann hier zurecht. Ich mache es einmal an, die sind hier aufgeladen, da sieht man das sehr gut. Warte, ich klappe hier mal hoch, dann können wir da gemeinsam reinschauen. Mhm, so ein bisschen Knöpfchen versteckt. Da, Knöpfchen auf an, dann leuchtet hier auch das kleine Licht, da sehen wir es gerade sehr, sehr gut. Da ist auch der Stecker, da lade ich die auf. Ja, ne? Ganz genau. Also da ist ein kleiner USB, ein kleines USB-Kabel mit dabei, was man sicherlich am Rechner, an einem USB-Steckplatz, an einem Rechner, aber eben auch mal mit einem USB-Netzteil, zum Beispiel von Ihrem Handy, ohne weiteres aufladen kann. Das ist rucki-zucki erledigt, dauert knapp 2 Stunden. Und dann haben Sie zwischen 8 und 10 Stunden, je nachdem, bis zu 10 Stunden Heizdauer. Das heißt, du kannst auch mal eine ausgiebige Wanderung machen. Das kann auch mal eine Nachtwanderung von mir aus mit den Kindern sein. Das kann auch mal ein schöner Spaziergang sein. Bei der Eiseskälte, gerade jetzt draußen, ist das natürlich immer ein Garant auch für eine richtig fette Erkältung. Eine ganz tolle Angelegenheit. Lass mal fühlen. Guck mal, das wird schon richtig schön warm. Oh. Merkst du das? Das ist ja ein Knaller. Toll. Oh. Da würde ich mir fast als Wärmflasche mit ins Bett nehmen. Das ist sehr, sehr angenehm. Ganz kuschelig. Ganz warm wird die Schuheinlage. Man merkt es direkt, wenn man sie anfasst. Ja. Und die stecken wir jetzt schön in den Schuh rein, damit die dann hier schön den Schuh auf Temperatur bringt. So, ja, guck mal, passt perfekt. Das habe ich gut gemacht. So, wunderbar. Gleich okay beim ersten Versuch. Hervorragend. Dann kommt selbstverständlich in den anderen Schuh. Das ist richtig warm. Oi. Super, oder? Da kriegt man jetzt ganz kuschelige ja Füße, wenn man das anzieht. Das Oi Schöne ist, liebe Zuschauer, dass Sie diese Einlagen natürlich mit etwas kräftigeren Winterstiefeln, mit Boots und so weiter tragen können. Das ist doch fantastisch, oh, jetzt hier, oder? Oh, das ist so richtig schön cool. Oh, jetzt habe ich einen ganz kuscheligen Fuß. Merken Sie das? Oh. Merken Sie das? Ja, aber so kann man dann doch erstmal draußen rumlaufen. Jetzt geht man doch gerne raus, wenn man solche Schuheinlagen hat, oder? Das ist es ja gerade. Also, du bist ja schon steil gegangen, als wir die beheizbaren Socken, die Kniestrümpfe, ja, aber, gezeigt also haben. Aber das finde ich noch mal eine Spur besser. Weil gerade so von unten, gerade wenn du vielleicht auch dünne Sohlen hast, zum Beispiel auch die Männer auf dem Weg zur Arbeit oder was, morgens dann mit den dünnen Ledersohlen dann unterwegs zu sein, dann kriegst du sofort kalte die Füße. Die sind auch sehr angenehm, ja gerade am ja Fuß zu tragen.